Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück hier auf dem Zweitkanal. Unglaublich tatsächlich, aber er ist wieder da. Es liegt daran, dass ich privat aktuell wieder ein bisschen mehr leben kann. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich hatte ein bisschen Hassel quasi. Ich muss mich gut ranhalten, damit ich alles auf die Reihe bekomme. Und dementsprechend gibt es jetzt auf dem Zweitkanal wieder Content. Wir beginnen mit Dota Auto Chess. Diese erste Folge werde ich relativ viel nutzen, um das Spielprinzip zu erklären. Was ihr hier sehen könnt, ist ein Feld. Jede Figur kannst du auf eine dieser Felder platzieren. Das ist aber auch das Einzige, was es mit Schach gemeinsam hat. Ansonsten erinnert es mich viel eher an Hearthstone Arena, was auch der Grund ist, warum ich wenig Hearthstone spiele, sondern aktuell Auto Chess. Jede Runde bekommst du Schachpieces, nennen die sich hier, zur Verfügung gestellt. Die kosten Gold. Gold siehst du ja oben rechts. Hier siehst du die Anzahl der Pieces, die du stellen kannst. Am Ende einer jeder Runde oder am Anfang einer jeder Runde kriegst du Gold. Die Idee dahinter ist, dass jede dieser Einheiten eine Klasse und eine Rasse hat und man diese eben versucht bestmöglich zu kombinieren. Sollte es dir gelingen, drei dieser wunderbaren Units zu haben, dann entwickeln sie sich zu einer Tier 2 Unit. Der ist dann immer noch Bounty Hunter, die allerdings einen zweiten Stern und andere Fähigkeiten. Diese Rasse und die Klasse sind tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil sich daraus Synergien ergeben. Hier spiele ich auf einer der einfachsten Kombinationsmöglichkeiten überhaupt an. Goblin, sobald man drei Goblins hat, kriegt ein Random Ally 15 Armor und 10% HP Regeneration. Gleichzeitig sind viele Goblins Mech und Mech wiederum, also eine Klasse, gibt schon bei zwei Mechs jeden Friendly Mech sehr, sehr viel Health Rack. Diese ganzen Chess-Pieces hier, die ihr hier seht, sind Helden aus Dota. Das ist auch das Einzige, was es quasi mit Dota gemeinsam hat, nämlich die Helden. Ich muss sagen, ich bin da nicht so super tief drin. Wir haben jetzt hier Glück, wir haben einen Timbersaw. Ein Timbersaw ist, wie wir hier sehen, Goblin und Mech. Das heißt, in dem Moment, wo ich den spiele, seht ihr unten, ich habe zwei Mechs und drei Goblins. Gleichzeitig hitte ich Bounty Hunter Stufe 2. Das heißt, wenn ich jetzt alle drei aufs Feld setze, funktionieren sie sich zu einer Tier 2 Unit. Das heißt, es ist jetzt ein Bounty Hunter, oh, nicht Goblin Hunter, sondern Bounty Hunter Stufe 2, der natürlich deutlich stärker ist. Tier 2 Units sind sehr, sehr wichtig und prinzipiell auch wichtiger als die Klassen- bzw. Rassenfähigkeiten. Da gibt es einige Ausnahmen. Zum Beispiel haben Mages die Eigenart, dass sie die MR des Gegners reduzieren. Das heißt, wenn man tatsächlich für Mages gehen will, muss man auch für mehrere gehen, damit man das ausnutzen kann. Hier seht ihr jetzt einen Buff um den herum. Das ist genau dieser Goblin-Buff, der ihm einem Random Mate zugeteilt wird. Die ersten drei Rounds sind immer Creep Rounds, ansonsten ist jede 10., 15., 20., 25. etc. eine Creep Round. In diesen Creep Rounds kann man Items, droppen und die kannst du einen Chess Piece geben. Wenn du das tust, dann hat der übrigens damit natürlich enorme Vorteile. Ihr könnt euch das natürlich vorstellen, was das für Auswirkungen haben wird. Ich habe jetzt hier eine Standarderöffnung gewagt. Das heißt, ich bin einfach für Mechs gegangen. Das ist sehr simpel. Ansonsten gehe ich gerne auch mal für Orks als Standarderöffnung. Du brauchst irgendwas in der Frontline. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wo wir hingehen. Es kann sein, dass wir für Mages gehen. Prinzipiell ist es so, dass du für 10 Gold immer ein extra Goldstück bekommst. Pro Runde. Ich habe jetzt dem hier das Item gegeben. Das gebe ich aktuell noch keinen, weil ich noch nicht weiß, ob ich vielleicht für Trolle gehe. Wenn ich für Trolle gehe, will ich die Morbid Mask meinen Troll Warlord geben, weil der am meisten davon profitiert und behalte sie deswegen. Wenn ich die Unit jetzt verkaufen würde, wird das Item wieder frei. Das heißt, es macht oftmals auch Sinn, das Ganze einfach einer Unit zu geben, die du früher oder später verkaufen wirst. Gerade bei Mechs ist das sehr oft der Fall, weil sie im Late Game relativ schlecht reinscalen. Welche Unit wie gut ins Late Game reinsgeht, das erfährt man allerdings nicht vom Spiel selber, sondern das sind eher Erfahrungswerte. Prinzipiell ist es allerdings so, desto teurer eine Unit ist, desto eher könnt ihr davon ausgehen, dass sie auch im späteren Spielverlauf noch gut ist. Was ihr gerade gesehen habt, ist, dass wenn ich gegen einen Human-Spieler, oh übrigens nicht 15, sondern 10, 15, 20, wenn ich gegen einen Human-Spieler tatsächlich gewinne, dann habe ich den Vorteil, ich muss kurz überlegen, oh, ich hasse, das sind all die Mages, die man nicht haben will. Na gut, komm. Ich mache jetzt ein Level-Up, das hatte ich noch gar nicht erklärt. Hier unten seht ihr immer, jede Runde bekommst du einen Erfahrungsbonus. Du kannst allerdings Erfahrung auch kaufen bei XP. Das kostet dich 5 Gold und gibt dir 4 Erfahrungspunkte. Das heißt, gerade müsste ich 10 Gold investieren, um auf Stufe 6 zu kommen. Stufe 5 jetzt hier zu rushen, für jedes Level kannst du ein Schachpiece mehr setzen. Meine Synergie ist jetzt hier allerdings extrem beschissen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Unit macht. Okay. Could be worse, I guess.
Actually not that bad. Dann hätte ich den Punkt nicht verkaufen sollen, weil ich könnte hier für Dragons gehen. Dragons wiederum haben die Fähigkeit, wenn du drei hast, dann beginnen alle mit 100 Mana. Jeder Drake hat eine relativ starke Ultimate, das heißt, es ist sehr wichtig. Am meisten profitiert davon allerdings der Dragon Knight. Das ist eine Fähigkeit, die ein Nahkämpfer ist, die allerdings, sobald sie eben ultet, zum AOE-Fernkämpfer wird und deswegen natürlich extrem davon profitiert. Gleichzeitig habe ich hier eine Crystal Maiden auf dem Feld. Ihr seht das hier, diese ganzen blauen Zeichen sind Zeichen dafür, dass die zusätzlich Mana generieren. Das Wichtige ist nun, dass man Gold anstaut. Das heißt, wir wollen ab jetzt versuchen, möglichst viel Gold eben auf die hohe Kante zu legen, um eben langfristig unseren Goldhaushalt dadurch immer weiter zu erhöhen. Sieht echt so aus, als würden wir für Mages gehen. Ich muss sagen, ich bin noch nie für Dragon Mage gegangen, weil diese Unit hier relativ neu ist. Ist die Frage, ob die überhaupt ein Frontliner ist. Bist du Range? Gucken wir mal, ob die Range ist. Crystal Maiden früh zu spielen ist für gewöhnlich übrigens terrible. Kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Crystal Maiden gibt zusätzliches Mana. Ich finde, in Mechs-Kombos ist sie noch halbwegs spielbar. Ansonsten ist sie allerdings eher ein Tool, was du später reinbekommst. Aktuell ist es so, dass ich nur zwei Mages auf dem Feld habe. Dementsprechend profitiere ich noch nicht von dem Klassenbonus. Hier rechts seht ihr meine Mitspieler. Ich kann die ganze Zeit zum Feld gehen. Immer dieses kleine Schwertsymbol zeigt, gegen wen ich spiele. Das heißt, ich kann auch immer gucken, hey, wie gut bin ich denn gerade im Vergleich zu Spieler XY. Oh, das ist sehr ärgerlich. Das hier ist ein Terrorblade. Ein Terrorblade ist ein Demon. Demons haben die Eigenart, dass sie 150% Damage machen, solange sie der einzige Demon auf dem Feld sind. Okay, this is interesting now. Wir wechseln. Den Trollwarlord früh zu hitten ist relativ selten. Das ist die wichtigste Troll-Unit in diesem Spiel. Das heißt, ich verkaufe in diesem Moment alle meine angestauten Mages und gehe stattdessen auf eine Troll-Kombo. Ich habe jetzt auch 10 Gold. Das bedeutet, ihr seht, Base Income 5, Interest to Earn. Das ist ja genau diese Zinsen, die du kriegst, plus Winning Round Bonus könnte 1 sein. Wenn du mehrere Rounds hintereinander gewinnst, kriegst du Bonus. Wenn du mehr hintereinander verlierst, kriegst du auch Bonus. Das wird allerdings erst später natürlich wichtig. What? Okay, whatever. Das kenne ich noch nicht. Ihr seht hier auch den Rang der Leute. Ich bin aktuell nur Knight 8. Normalerweise bin ich so um Bischof 1, Knight 9, das ist das Standardding. Mein Trollwarlord ist wiederum Troll. Bei Troll ist es so, wenn du zwei hast, kriegen die verbündeten Trolle 35% Attack Speed, was gerade bei diesem Trollwarlord sehr, sehr gut ist, weil er sein Damage nahezu ausschließlich über Auto-Attacks macht. Deswegen profitiert er zum Beispiel auch mit am meisten davon, wenn ich ihn eben Lifesteal gebe, weil er sich damit immer wieder hochheilen kann. Habe ich 4 Trolle, bekommt jeder aus meinem Team diesen Attack Speed Bonus, was natürlich nochmal deutlich wichtiger ist. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich versuchen, möglichst viele Trolle ranzuholen, haben gleichzeitig den dritten Clockwork gehittet. Das heißt, das ist jetzt eine Tier 2 Unit. Damit haben wir einen sehr soliden Aufbau. Nächste Runde, wir sind aktuell bei 3 von 8 Erfahrungspunkten, können wir, wenn wir 5 weitere investieren, auf Level 6 gehen und eine Unit mehr setzen. Dafür haben wir allerdings auch keine interessante. Was man generell sagen kann, ist, dass wenn du auf sowas wie 16 Gold bist, kommst du ja nicht auf 20 in dieser Runde. Das heißt, du kannst im Prinzip einfach Units kaufen, in der Hoffnung, dass die nächste Runde 2 davon vorgeschlagen werden und du vielleicht glücklich an eine Tier 2 Unit rankommst. Tier 2 Units sind gerade am Anfang ein bisschen underrated, also viele vergessen da ganz gerne mal, wie entscheidend es sein kann, einfach eine weitere Unit zu haben. Mein Gegner ist hier schon auf Level 6 gegangen, das ist nicht unbedingt Standard. Normalerweise geht man bei Runde 9 auf Level 6, weil du dann halt eben hier nur einmal F drücken musst, nur einmal die XP kaufen musst. Wie ihr seht, sind allerdings mehr Units, die scheiße sind, immer noch scheiße. Und dementsprechend mache ich den. Gleichzeitig spiele ich auf dem Feld ebenfalls gegen ihn. Und das ist aktuell derjenige, der auf Platz 1 war. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir aktuell recht stark sind. Das würde ich auch generell so bestätigen, weil den Troll Warlord früh zu kriegen immer ganz nett ist. Kriegen den nächsten Timbersaw, das ist ganz angenehm. Wir werden jetzt auch auf Level 6 gehen, das heißt, wir nehmen den mit. Leveln hoch, haben jetzt nur noch 8 Gold, das heißt, wir müssen uns von diesen Units hier trennen, die so oder so aktuell nutzlos sind, und stellen uns jetzt in die Ecke rein. Warum stellen wir uns in die Ecke rein? Das ist relativ simpel. Es ist in den meisten Fällen worth, zu cornern, wenn du harte Damage-Dealer hast. Hier stellen wir es ein bisschen um, damit der besser geschützt ist. Die Gegner springen meistens an dich ran. Assassins springen weiter nach hinten, normale Units weiter nach vorne. Das ist jetzt ein bisschen zu komplex, das zu erklären. Auch hier kaufe ich mir wieder einen Anti-Mage, weil ich bin dann immer noch nicht auf 10 Gold. Und das Gold, was da rumliegt, bringt mir quasi nichts. Alles, was nicht 10 oder 20 ist, kann ich einfach verkaufen. Der Gegner hier hat mehrere Tier 2 Units. Er hat den Bedrider Stufe 2, Tiny Stufe 2, Tusk Stufe 2. Das Ding ist, er geht allerdings hauptsächlich über die Tankiness und ich habe sehr gute Tank-Schredderer oder einen, um genau zu sein, nämlich bei Trollwarlord. Shadowfiend ist ein Demon, das heißt, Demon haben prinzipiell 50%. Oh, es ist tatsächlich sogar noch besser, als ich dachte. Es sind 50% extra True Damage. Das heißt, nicht 150% Damage, sondern tatsächlich noch mehr.
Damit haben wir jetzt auch so ein bisschen geklärt, wofür gehen. Wir nutzen die Mechs als Frontline, haben dahinter eben eine Troll-Kombo, müssen jetzt nur gucken, dass wir noch weitere Trolle rankriegen. Insgesamt gibt es 5. Ihr könnt euch hier oben immer die Liste angucken, die will ich euch aber ersparen. Das ist insane. 2 Trollbolots so früh zu haben, ist sehr selten der Fall. Nope. In diesem Moment will ich eigentlich für 4 Trolle gehen, weil 4 Trolle eben genau diesen Buff ermöglichen, den ich angesprochen hatte. Hier in diesem Fall ist das allerdings noch nicht worth, weil ich dafür meine Goblin-Synergy kaputt machen würde. Da könnte man drüber diskutieren, ob das gerade worth ist, aber dadurch, dass das 2 Tier 2 Units sind, ist das aktuell noch nicht worth. Was wir auch machen können, ist Units einfach zweimal setzen. Das heißt, wir können auch den zweiten Trollbolot gleich setzen. Das funktioniert schon. Das Problem ist, dass die Synergien dann quasi nicht doppelt zählen. Also wenn ich zweimal denselben Troll spiele, kriege ich nicht die Troll-Synergy. Das ist wichtig zu beachten. Trotzdem ist das etwas, was man am Anfang gerne mal vergisst. Wenn du eine starke Unit hast, kannst du sie zweimal setzen. Gerade Shadowfiend einfach zweimal zu setzen, ist gerade im loweren Elo-Bereich eine Taktik, mit der ihr sehr weit kommen könnt. Wenn man hier aufklappt, sieht man, was die anderen für Synergies bauen. Das ist besonders relevant, wenn ich für Trolle geht. Ich sehe zum Beispiel, dass ein anderer hier aktuell auch Trolle geht. Ich könnte jetzt den zweiten Tiny oder den zweiten Anti-Mage holen. Das Ding ist allerdings, ich bin nah an 20 Gold. Wir wollen die 20 Golds erreichen. Das heißt, wir kaufen den. Und wir werden uns auch noch vom Anti-Mage trennen. Den werde ich hier nicht mehr spielen. Wenn wir diese Runde gewinnen sollten, dann bekommen wir ja wieder dieses +1 vor der nächsten Runde. Dann würde ich den zweiten Tiny holen, um zu gucken, wo wir da hingehen können. Ich habe jetzt in dieser Creep-Round ein weiteres Item bekommen. Dieses Item reduziert die Rüstung des Gegners, ist dementsprechend gut auf einen Auto-Attacker. Und guess what? Ich habe einen sehr guten Auto-Attacker. Was ich machen könnte, ist den Shadowfiend austauschen für einen Batrider oder für einen Shadow-Schaman, weil es beides Trolle sind. Das ist hier allerdings noch nicht wirklich worth, weil dadurch hätte ich 3 Trolle und 3 Trolle geben nicht mehr Synergy als 2 Trolle, sondern wenn, müsste ich natürlich sofort für 4 gehen. Der Gegner hat hier wieder diesen Terrorblade. Der Terrorblade ist eine Unit, die sich, die, wenn sie genug Mana hat, evolved und dann zu einem Ranged-Fernkämpfer wird. Und wenn der dann keinen Fokus kriegt, ist das sehr unangenehm. Das heißt, hier habe ich diese Runde hauptsächlich verloren, weil der Terrorblade sich freientwickeln konnte. Ich könnte jetzt hier trotzdem Tiny gehen, weil ich werde dadurch zwar ein Gold weniger generieren, aber gleichzeitig ist es manchmal trotzdem worth, das zu machen, weil ansonsten müsstet ihr rerollen. Rerollen haben wir übrigens noch gar nicht angesprochen, kommen wir allerdings gleich zu. Timmerson Stufe 2 ist eine sehr, sehr starke Unit. Ich könnte jetzt noch einen weiteren Timmerson nehmen. Hierfür muss man wissen, dass es so ist, dass ihr, wenn ihr eine Tier 3 Unit haben wollt, dreimal eine Tier 2 Unit braucht, das heißt insgesamt 9. Mech Scan allerdings relativ schlecht into Late Game. Das heißt, wir werden dafür wahrscheinlich nicht gehen. Was wir jetzt machen können, ist, wir können den Bounty Hunter hier rausnehmen. Dadurch verzichten wir auf die Goblin Passive, haben aber allerdings gleichzeitig noch die Mech Passive über Glockwork und Timbersaw, können Shadowfiend rausnehmen und können dafür Shadow Schamane und Batrider spielen. Das ist wahrscheinlich sogar ziemlich gut, weil gerade auch der Clockwork von der Troll Passive profitiert, die ja mehr Attack Speed gibt. Das sind unglaublich viele Informationen, die ich hier gerade droppe, aber ich werde dieses Video quasi einmal machen, damit ich in der Folge quasi einfach nur noch normal Auto-Chess spielen kann. Das wird ehrlich sein wie ein durchgequatscht Folgen, allerdings ein bisschen weniger professionell, weil ich Dota Auto-Chess meistens zum Chillen spiele und auf dem Zweitkanal generell der Fokus auf Education jetzt nicht immer da ist. Oh mein Gott! Okay, das ist insane. Trollbolot Stufe 2 bei Runde 13 hatte ich straight up noch nie. Insane strong. Dadurch werden wir jetzt hier auch definitiv die Synergy holen, weil einfach der mit zusätzlichen Attack Speed ist der einfach insane. Wen stellen wir nach außen? Eher den Shadow Shaman. Der Shadow Shaman hat die Ultimate, dass er jemanden verhext. Die ist für uns wichtiger. Generell ist es so, Leute generieren am meisten Mana dadurch, dass sie gehittet werden. Das ist etwas, was man erstmal ein bisschen in seinen Kopf reinkriegen muss, dass das so entscheidend ist. Das heißt, wenn der Shadow Shaman hier außen steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Damage kriegt, höher und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ultet, höher. Allerdings kann es auch sein, dass er stirbt, bevor er ultet. Das ist jetzt hier passiert. Dadurch, dass ich einen Trollbolot Stufe 2 habe, bin ich an sich sehr stark. Das Problem ist, die Gegner wiederum spielen hier 6-fach Warrior, wenn ich es richtig gesehen habe. Warrior haben als Klassenbonus, dass sie extra Armor bekommen, bei 3 und bei 6. Das heißt, an sich ist er super stark. Ich bin allerdings jetzt schon, dadurch, dass ich Trollbolot Stufe 2 gehittet habe, so strong. Verkaufen übrigens den Tiny, um auf 30 Gold zu kommen. Bin ich jetzt schon so strong, dass ich einfach durch seine Tanks durchschreddere. Das wird auch bis zum Ende des Games jetzt so bleiben. Wir sind Runde 14, wir könnten aktuell 15 Gold ausgeben, um auf Stufe 7 zu kommen. Das wäre ganz nett, weil dann könnten wir Shadowfiend wieder reinnehmen oder Bounty Hunter. Ich würde wahrscheinlich sogar den Bounty Hunter nehmen. Hier oben links seht ihr die DPS, da sind wir bei 133. Und hier könnt ihr übrigens aussehen, wie viel Damage ihr den Gegnern bis jetzt schon gemacht habt. Das heißt, obwohl ich aktuell nur Zweiter bin, habe ich den Gegnern schon 52 Schaden gemacht, was sehr, sehr viel ist. Es ist generell eine Runde, wo ich denke, die ich gewinnen kann. Trolle skalieren relativ strong.
haben allerdings später Probleme gegen Mages, weil dann der Trollbot einfach weggebürstet wird. Und haben prinzipiell auch ab und zu Probleme gegen Knights, weil die ein Schild bekommen. Das sind Ritter. Der hier zum Beispiel ist einer. Ihr seht das, dieses blaue Schild drumherum blockt einfach straight up Damage. Und das kann sein, dass bei Troll Warlord da manchmal 20 Auto-Attacks auf etwas macht, was gerade kaum Schaden bekommt. Hier eigentlich ganz schön zu sehen in diesem Beispiel. Mein Troll Warlord ist jetzt gestunt, aber es sollte trotzdem machbar sein, obwohl der Gegner noch zwei Units hat, weil mein Troll Warlord ja auch ein bisschen Lifesteal hat. Und generell ist beim Troll Warlord auch so, desto länger ein Target hittet, desto mehr Attack Speed bekommt er. Das heißt, hier hole ich die Runde noch, auch wenn es relativ close war. Ich hätte Batrider jetzt noch verkaufen können, um ein extra Gold zu kriegen, aber es ist nicht so entscheidend. Batrider werden wir später austauschen für Dazzle. Das ist ein anderer Troll, der einfach straight up stärker ist. Ich habe das Gefühl, dass der Shadow Shamaner da einfach immer stirbt. Ich stelle den Timmasaurier hier in der Mitte, weil ich hoffe, dass er dadurch nach vorne springt, möglichst viele Leute hittet. Seine Ultimate ist sowas wie ein Garen Spin. Deswegen relativ entscheidend für uns. Ansonsten weitere Synergies anzuhaufen ist durchaus möglich. Der Batrider zum Beispiel ist ein Knight, das heißt zwei weitere Knights würden die Knight Passive procken. Das hier ist ein Warrior, zwei weitere Warrior würden die Warrior Passive procken. Er ist ein Schamane, weiterer Schamane, bla 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 bla. Ihr könnt euch das vorstellen. Als Strebenswerte, Runde 15 ist der Creepround, wo die Leute immer in deine Backline springen. Das heißt, normalerweise willst du die Backline da nach vorne stellen und umgekehrt. Ich habe hier gepennt. Achten wir mal auf den Shadow Schamane, hat jetzt 100 Mana und er verhext dieses Ding wunderbar. Die Creepbounds sind mit Trollen allerdings für gewöhnlich sehr, sehr einfach, weil Trolle mit das Stärkste sind gegen Creepbounds, weil die für gewöhnlich tanky sind und du spielst ganz oft Lifesteal. Haben jetzt hier zweimal einen Ring of Health bekommen, der ist jetzt nicht wirklich stark, den kann man allerdings kombinieren, denn Items werden wiederum zu weiteren Items zusammengefasst. Das ist hier zum Beispiel fehlt mir ein Voidstone. Hier haben wir den angesprochenen Dazzle. Dazzle ist eine sehr, sehr starke Unit. Dazzle hat nämlich die Ultimate, dass er einen Gegner quasi eine Trinder-Ultimate gibt. Das heißt, der kann nicht unter 0 fallen. Weitere Health-Rings werden jetzt hier verteilt an meine Frontliner und auch an Dazzle. Warum an Dazzle? Wir wollen Dazzle später im Bestfall das hier geben. Das ist 100% Mana, wenn er Damage macht. Und gleichzeitig haben wir nochmal ein Item, was MR reduced. Das machen wir auf unserem Witch Doctor. Das ist unser stärkster Magic-Damage-Dealer. Man könnte es auch auf den Shadowfiend machen, wenn wir es später mitnehmen wollen. Bei den Demons ist es immer wichtig, dass ihr euch für einen entscheidet. Ich habe mich hier für Shadowfiend entschieden. Ich würde auch einen Doom noch nehmen, wenn er kommt. Und dann vom Shadowfiend weggehen. Warum ist Shadowfiend für diese Combo interessant? Er ist ein Warlock. Warlock, bei drei Warlocks hast du 50% Lifespeed und 50% Spell Vamp. Das ist super strong. Und das ist vor allem deswegen strong, weil wir mit dem Witch Doctor bereits einen Warlock haben und dann nur einen weiteren bräuchten, um Lifesteal zu procken. Und das wiederum sehr gut ist mit unserem Auto-Attacker Troll Warlord. Ich glaube, ich spamme euch mit Infos zu, das ist insane. Aber teilt dieses Video sehr gerne mit euren Freunden, wenn die mal einen Eindruck bekommen sollen. Jetzt sind wir auf Stufe 7 gekommen. Das heißt, wir können eine Unit mehr placen. Müssen uns kurz überlegen, wohin. Wir werden die ganz nach hier setzen. Oder den Bounty Hunter. Actually, gehen wir für den Bounty Hunter. Wir haben damit noch ein bisschen mehr Backline betrogen. Das ist gar nicht schlecht. Eine weitere Sache, die jetzt dazu kommt, ist das Rerollen. Das heißt, wir kriegen hier immer 5 Units vorgeschlagen. Und wenn uns von den 5 keiner passt, können wir für 2 Gold nochmal Units vorgeschlagen bekommen. Die Problematik daran ist, dass es ganz, ganz oft Leute, wenn sie Dota Auto Chess beginnen, die ganze Zeit nutzen und deswegen nie auf 50 Gold kommen. 50 Gold ist immer das, was ihr erreichen wollt, denn bei 50 Gold, übrigens können wir jetzt endlich diesen scheiß Terrorblade hier mal entgegentreten, weil mein Trollbot halt jetzt Stufe 2 ist. Das war übrigens der erste, das heißt, wir können wieder sagen, wir sind sehr stark, sind hier auch, wir haben sehr, sehr viele Units noch übrig gehabt, als wir den vernichtet haben. 50 Gold ist deswegen wichtig, weil bei 60 Gold bekommt ihr nicht nochmal Zinsen. Das heißt, ich fange jetzt hier an zu rollen, treffe einen Alchemisten, treffe zweimal einen Clockwork, den nehmen wir jetzt einfach mal mit, in der Hoffnung, vielleicht treffen wir noch einen. Das ist ein weiterer Troll, den wollen wir natürlich auch mitnehmen. Double Tinker nehmen wir nicht mit, wir rollen noch einmal rein. Ah, wisst ihr was, wir rollen noch einmal. Gehen wir auf Clockwork 3? Wisst ihr was? Wir probieren hier mal was. Ich nehme jetzt doch noch die Mechs bzw. Goblins mit. Bin jetzt wieder unter 50 Gold. Das ist suboptimal, aber es ist nicht ganz so wild gerade. Weil wir relativ früh jetzt hier die doch auf 2 und 3 bringen könnten. In so einem Fall lohnt sich immer der Blick, wir gehen hier noch Mechs und ich sehe niemand. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Mechs auf Stufe 3 bringen kann, höher. Denn jedes Schachpiece in Dota Auto Chess ist nur eine gewisse Anzahl, oft im Pool drin. Das bedeutet, desto weniger Leute auf dasselbe gehen wie ihr, desto besser ist es. Und gerade später werdet ihr immer öfter dazu übergehen, tatsächlich auch zu gucken, hey, was gehen die anderen, um dann euch entsprechend anzupassen. Haben jetzt Shadowfiend dreimal, kann man auf der Bank kombinieren, das ist diese Auto-Combination, die ich hier oben an habe. Dadurch fliegt der raus, der geht einen Schritt nach da.
Stellt ihn da vor, stellt ihn da an, stellt ihn da an. Und habe jetzt Shadowfiend Stufe 2, dafür habe ich den Bounty Hunter rausgenommen. Kann jetzt hier noch einen zweiten Desse mitnehmen. Desse Stufe 3 wäre sehr wichtig. Witzigerweise leckt das Game ein bisschen. Ich hoffe, die Aufnahme leckt nicht zu sehr. Witzigerweise spiele ich Dota Auto Chess normalerweise im Fenstermodus. Vielleicht habe ich die Einstellungen zu hoch. Aber normalerweise sollte das Spiel eigentlich nicht so viele Ressourcen fressen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Mechs und Trolle. Wir könnten übrigens auch auf 6er Goblin gehen, dann bekommen alle Units diesen Random Buff, den aktuell oder den früher immer nur eine Unit von uns bekommen haben, bekommen dann alle. Das wäre super insane, das mit vier Trollen zu kombinieren ist wahrscheinlich disgusting. Und wir sehen hier uns jetzt mal den Fight auf der anderen Seite an. Hier sehen wir, der Gegner hat auch einen Troll Warlord, aber der Troll Warlord ist eben Stufe 2. Gleichzeitig hat meiner auch noch Lifesteal, das heißt, der wird damit nie gegen mich ankommen. Was ein bisschen nervt ist, dass dieser Narix, glaube ich, immer noch einen Winning Streak hat. Obwohl er den aktuell gar nicht unbedingt verdient, weil wir deutlich stärker sind als er, aber er nicht gegen uns ran muss. Demasaur, jetzt aufs nächste gehittet. Normalerweise würde ich jetzt anfangen, für Level zu gehen. Übrigens haben wir jetzt den Stufe 2, das heißt, der fliegt raus. Shadow Shaman ist besser als Batrider. Batrider verkaufen wir auch, weil wir nie wieder spielen werden in dieser Combo. Der nächste Alchemist, sehr, sehr gut. Hab jetzt auch einmal gerollt. Bei 52 zu rollen ist immer so eine Sache, weil du rollst quasi unter, also wenn du die Unit dann kaufst, fällst du ja unter 50 Gold. Ich locke da manchmal, du kannst hier locken, dann kriegst du die nächsten 5 Units in der nächsten Runde nochmal vorgeschlagen. Ist relativ oft wichtig. Bei den Creeprawns müsst ihr bei Runde 15 was verändern und dann ab Runde 30 eure Aufstellung entsprechend der Mobs anpassen. Das werde ich hier allerdings natürlich auch bei gegebener Stunde nochmal erklären. Warum ich jetzt rolle statt zu leveln, liegt daran, dass sich mit jedem Level deine Wahrscheinlichkeit auf Pieces erhöht oder verringert. Das heißt, hier würde ich beim nächsten Level 6% weniger Chance auf eine Tier 1 Unit haben. Wir wollen allerdings mit dem Clockwork eine Tier 1 Unit jagen. Das heißt, das werden wir versuchen zu verhindern. Jetzt kommt ja auch noch der Desse rein. Der Desse Stufe 2 ist wunderbar. Was wir jetzt noch haben, ist ein Io. Ein Io ist ein Joker. Standardprinzip ersetzt eine Einheit. Das heißt, wenn ich jetzt einen weiteren Timmersaw kriege, kann ich die beide reinsetzen, den Io dazu, dann wird er zu einem Timmersaw Stufe 2. Mit drei Timmersaws Stufe 2 könnte ich einen Timmersaw Stufe 3 schaffen. Ziemlicher Nutdraw, by the way. Also ich glaube, die Runde muss ich fast gewinnen. Ihr seht hier auch immer das Gold der Gegner. Das heißt, der erste ist aktuell unter 50 Gold. Daran seht ihr meistens schon, dass der Gegner nicht allzu viel Ahnung von seinem Echo hat. Ich spiele gegen den Assassin-Lineup. Das heißt, die springen bei mir hinten rein. Gerade da ist der Desse sehr gut. Ihr seht hier diese Ultimate. Das bedeutet, die Unit kann in dem Moment nicht sterben. Das ist mal besser eingesetzt, mal schlechter eingesetzt. Gegen wen spielen wir? Danone. Danone macht uns mit, wer hätte es gedacht, Mages. Mages ist immer sehr, sehr gut gegen Troll. Ihr könnt das abfangen, ihr könnt fast alles countern. Ihr könnt zum Beispiel jetzt zwei Nager in das Lineup integrieren, dadurch habt ihr deutlich mehr MR und könnt dadurch quasi den Gegner nochmal so ein bisschen da die Butter vom Brot nehmen. Den Bounty Hunter werden wir nicht noch versuchen, auf 3 zu bekommen. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Oh, wir müssen den Tinker, den hätten wir mitnehmen müssen, damit wir später auf 6 gehen können. Hab jetzt allerdings hier ein Platzproblem. Na gut. Was ich jetzt probiert habe, ist quasi, ich habe den Witch Doctor rausgestellt. Ich darf ja nicht 8 Units hier gerade aufstellen. Aber ich habe quasi geguckt, ob ich nicht noch einen kriege, um den auf 8 zu setzen. Narades ist übrigens Level 8. Das heißt, er hat doch Ahnung von der Kurt. Ich bin einfach nur ein Animal, weil ich halt die ganze Zeit role. Das ist eine Taktik, die ich super selten mache, dass ich versuche, auf sowas wie Goblin zu gehen und das Level quasi deswegen absichtlich noch ein bisschen weiter unten halte. Aber weil mein Draw aktuell so stark ist, könnte ich das sogar schaffen. Wenn ich jetzt hier nicht so viele Goblins gehittet hätte, wäre ich hier ganz normal weitergegangen. Ich habe übrigens einen insane Winning Streak, das heißt, jedes Mal kriege ich 3 extra Gold. Das heißt, ich kann mal deutlich mehr rollen, als man sonst rollen könnte. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier im besten Fall was kriegen, was wir brauchen. Das ist natürlich immer auch das Risiko, dass ihr einfach rollt und rollt und ihr findet einfach überhaupt nichts. Den nächsten Io. Das heißt, was wir machen ist, wir nutzen den Io hier, um den Alchemisten Stufe 2 zu setzen. Nehmen den Clockwork raus. Stellen den dahin, den dahin, den dahin. Und haben dadurch nochmal Platz für den nächsten Io. Tja. Das wird jetzt gleich spannend. Also, Timmersaw Stufe 3 wäre mir, glaube ich, nicht mein Io wert. Io kostet halt 5, Timmersaw nur 2. Das heißt, den als Timmersaw zu verkleiden, ist vielleicht nicht unbedingt worth. Oh, shit. Meine Webcam die ganze Zeit was blockiert? Nee, ne? Hoffe nicht. Mach die mal ein bisschen kleiner. Just in case. Okay, das hat sie blockiert. Naja, kommt sie da oben hin. Da sollte sie deutlich weniger stören. Sorry dafür, Leute. Hier seht ihr nämlich immer, wer gegen wen wie gut performt hat. So, wir haben den nächsten Timmersaw. Das
heißt, wir kommen unserem Ziel hier natürlich jetzt deutlich näher. Und there we go. Das heißt, jetzt haben wir 3 Timbersaws. Die stellen wir drauf aufs Feld und haben einen Timbersaw Stufe 3. Der ist disgusting strong. Was sie ebenfalls aktuell haben, ist durch Shadowfiend, Warlock, Witch Doctor, Warlock, Alchemist, Warlock, haben wir auch noch die Warlock Passive. Hier unten seht ihr immer alle Sachen, die ihr aktuell habt. Ist super strong. Also das Lineup gerade von mir ist ziemlich disgusting. Ist die Frage, ich glaube, wir sollten jetzt trotzdem anfangen zu leveln. Nächstes ist 25, 25 ist wieder eine Creep Round. 25 ist die schwächste Creep Round, wie ich finde, sollte dringend gebufft werden. Aber der Timbersaw Stufe 3 sollte hier schon gut durcheskalieren. Ich werde mal die Grafikeinstellung runtermachen, das ist ja fast schon witzlos. Oh mein Gott! Okay, aber das kann ich ja auch jetzt niemanden. Oh Gott! Naja. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Ein weiteren Clockwork, das heißt, jetzt fehlt nur noch einer. Ich rolle jetzt auf 60 und mache dann zwei. Nee, machen wir doch nicht, denn wir haben den Witch Doctor getroffen. Ah, komm, einer geht noch. There we go, boys. Huh? Ich dachte, mir fehlt nur noch einer. Na gut. Haben wir jetzt gekauft. Ich hab Items. Warum habe ich Items? Woher kamen die? Ach, jemand ist gestorben. Wenn Leute sterben, dann droppen die Items. Ja, mein Alchemist ist übrigens auch deswegen ganz nett, weil der macht die Ultimate, die Armor shreddet. Was in meiner Kombo ziemlich strong ist. Habe jetzt 3 Items, sollte ich gleich verteilen. Wie ihr merkt, diese Vögel sind komplett gigascheiße. Die Ogre-Axt kann man machen zu einem Black King Bar. Was ziemlich strong ist. Das Item an sich gibt Max HP, aber manchmal macht das auch Sinn, den Trollboarder das zu geben. Weil eben die Unit, die danach kommt, so stark ist. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Tinker. Okay, mein PC geht ganz schön ans Limit dafür, dass ich fucking Dota Auto Chess spiele. Ich rolle wie ein Wahnsinniger, ne? There we go. Ich muss kurz überlegen, wie ich das mache. Wahrscheinlich muss ich Shadowfiend rausnehmen, aber das Ding ist, mit Shadowfiend procke ich Warlock. Und das sind dann quasi die Sachen, die mir Auto-Chess super Spaß machen. Dass ich jetzt quasi diese ständige Überlegung habe, okay, was sollte ich wie machen? Wir geben das übrigens den Ogre doch. Dann geben wir Timbersaw Armor und Helfrick geben wir zu. Weiß ich noch gar nicht genau, müssen wir gleich mal gucken. Wir spielen gerade parallel auf seinem Feld gegen den ersten. Machen den, das ist super wichtig, damit er seinen Winning-Streak verliert. Aber das hätte schon deutlich früher passieren sollen. Wir wollen jetzt auf 8 gehen, um einfach eine Unit mehr setzen zu können, weil wir haben ja einen verdammten Clockwork Stufe 3. Das heißt, ich investiere jetzt 15 Gold. Kann jetzt den Clockwork doch setzen. Aufstellungsmäßig muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht cornern. Ich bin eigentlich so strong. Aber ich mach's trotzdem mal. Bounty Hunter wird eben auf 2 bleiben. Wir könnten, so oft wie der mir vorgeschlagen wird, hätte ich den auch mitnehmen können. Aber das Ding ist, ab jetzt wird die Wahrscheinlichkeit, die 1 Unit zu finden, immer geringer. Und den jetzt noch auf 3 zu bringen, ist jetzt auch nicht so super wahrscheinlich. Den Health-Ring kriegt auch noch er. Und die MR Reduction kriegt unser Shadowfiend. Ich setze den Trollboarder nie ganz in die Ecke, weil der Trollboarder hat manchmal die Angewohnheit, einfach nicht Auto zu attacken, wenn nichts in Range ist und sich nicht zu bewegen. Und das ist immer super ärgerlich dann. Ich glaube nicht, dass wir die Runde verlieren können. Ich bin so strong aktuell. Allein die Goblins und die Mechs auf 3 zu haben, ist sehr, sehr gut. Trolle sind in der Phase auch noch insane strong, weil sie die ganze Tankline einfach deleten. Was wir jetzt machen wollen, ist für den 6er Goblin zu gehen. Boah. Die beiden wären an sich auch interessant, weil damit kann ich Warlock procken und Undead procken. Ah, nee, komm, wir gehen nicht dafür. Wir wollen nicht zu viel Green. Nehmen wir mal Tinker mit. Rollen auf 55. Puh. Normalerweise spiele ich das sehr gerne, weil wenn du Necro und Death Prophet kriegst, hast du Undead und Warlock, dadurch, dass du den Witch Doctor hast. Undead wiederum reduziert die Rüstung des Gegners. Ah, da oben ist ja noch dümmer. Na gut, da vielleicht. Reduziert die Rüstung des Gegners, was natürlich in der Trollkombe noch besser ist. Hier ist das wichtigste Target, das ist sofort geplatzt. Das war wieder dieser Terrorblade, der, wenn er sich entwickelt, einfach unglaublich stark wird. Aber hier entwickelt er sich und kriegt einfach unglaublich ins Gesicht. Wir spielen gegen den dritten parallel auf seinem Feld. Den hauen wir komplett viel Schaden ins Gesicht. Wir haben minus 19, wir haben 125 Damage gemacht. Der zweite allerdings auch 100... Oh, warte mal, what?
Dieser Camp hat 140 Schaden ausgeteilt. Ist ja insane. Diese Game Units, das sind die 5er Units, das sind die Legendaries, die sind in vielen Fällen nochmal sehr viel attraktiver mitzunehmen. Für mich kommt hier allerdings kaum einer in Frage. Den Titan, da könnte man mitnehmen, das ist halt eben genau einer der Naga. Haben wir noch einen Mage? Ja, der ist bald tot. Wir müssen ja nicht auf Naga gehen, weil keiner für Mages geht. Vor allem auch keiner vernünftig für Mages geht. Wir haben immer noch den Io setzen, nutzen den generell aktuell selten. Man sollte immer aufpassen, ob man den wirklich früh mitnimmt, weil ganz oft kann man den erst sehr, sehr spät nutzen. Wir könnten jetzt hier noch für Doom gehen, aber das Ding ist, Shadowfiend wird immer noch genutzt, um Warlock zu procken. Doom ist prinzipiell stärker, ist eine 4er-Unit im Vergleich zum Shadowfiend, der eine 2er-Unit ist, aber Shadowfiend ist auch schon auf Stufe 2, das heißt, es wäre eher ein Late-Game-Investment, was wir aktuell einfach nicht brauchen. Der Gegner hier rennt in uns rein, wird einfach komplett eliminiert. Wir cornern mit einer Combo, die nicht mal unbedingt cornern muss, aber dadurch ist der... What the fuck? Huh. Das wusste ich nicht. Ich habe es in Patch Notes gelesen, aber ich wusste nicht genau, was das bringt. Oh, Bounty Hunter, nee, ehrlich gesagt brauchen wir es wirklich nicht. Double Witch Doctor nehmen wir mit. Leveln wieder ein bisschen. Wie kann ich das einsetzen? On a tree to use. Z. Huh. What? Click on a tree to use. Auf welchen muss ich denn klicken? Naja, ich komme da irgendwie nicht ganz durch. Aber das ist quasi, wenn du sehr viel Pech hast beim Rollen, kriegst du dieses wunderbare Ding. Ich verstehe es wirklich nicht. Irgendwie bin ich zu dumm dafür, das zu nutzen. Aber das soll halt eben so sein. Zack. Ich habe mich ein bisschen gepennt. Ich hätte jetzt, wenn ich nicht gerollt hätte, hätte ich jetzt hier für 9 gehen können. Aber das brauchen wir gerade auch nicht unbedingt. Aus diesem wunderbaren Item kann man dieses wunderbare Item machen. Das heißt, dieses wunderbare Item wollte ja immer jemand geben, der dieses wunderbare Item hat. Ansonsten kriegt das noch der. Und der kriegt auch noch den Vitality Booster. Der Alchemist ist ein Ogre. Das heißt, er hat einfach 5% mehr Max HP. Oh, nee, Moment. Das ist jetzt für alle. Okay, nett. Auch nicht schlecht. Alles von mir hat mehr Max HP. Früher habe ich denen deswegen immer alles gegeben, was irgendwie Leben gibt, weil ich mir aber nicht ganz sicher war, ob die Items mitscannen oder nicht. Schreibt übrigens gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch an Games sehen wollt. Ich denke aktuell viel über Anunnaki auf dem zweiten Kanal, aber ich glaube, die jetzt hier sind, die wollen eh wahrscheinlich Dota Autoschiss sehen, sonst wärt ihr gar nicht so weit gekommen. Ich überlege, die beiden Disruptor mitzunehmen. Oh. Auf 9 hätte ich einen Disruptor durchaus spielen können. Nimm den mal mit. Das Ding ist beim deinen Disruptor ist, dass er einer der beiden Schamanen im Game ist. Das bedeutet, wenn du zwei Schamanen hast, hackst du am Anfang des Games eine random Unit. Und ich habe in Trollen ist der Shadow Schaman dabei. Das heißt, das ist an sich ganz recht strong. Ansonsten hat es allerdings hier keine Synergy. Ich spiele das generell, spiele ich gerne Trolle mit Orks. Und dann eben mit dem Disruptor dazu, das ist sehr, sehr stark, so ist es ein bisschen weniger strong. Der Disruptor an sich macht eine AOE Silence, wenn er ultet, aber gerade der Level 1 Disruptor, wie ihr seht, stirbt für gewöhnlich einfach nur weg. What is happening? What was that? Das war, glaube ich, die Pässe von diesem neuen Drake, ne? Holy shit. Der hat ja einfach nur komplett reingerackt, der Junge. Na gut, wir sind jetzt im One vs. One gegen den letzten Spieler. Gerade da sollte man auf jeden Fall nochmal ein bisschen gucken. Wir nehmen jetzt hier den Disruptor 3 einfach mit. Stellen sehr weit nach vorne. Müssen wir mal gucken, wie er aufstellt. Dagegen können wir cornern. Der Enigma ist eigentlich ein Grund, nicht zu cornern, weil er sehr viel AOE-Damage macht und der Razor auch. Aber ich glaube ganz ehrlich, doesn't matter at all, right? Sind so strong. Ein Baum. There we go. Hey, ich habe 2 Leben wiederbekommen. So, das hier ist das Wichtigste, dass wir den da töten. Wo ist der Enigma da hinten? Hat er geultet? Jetzt ultet er. Na gut, also dadurch, dass der Enigma Stufe 1 ist, ultet er so spät, dass ich glaube, dass die Aufstellung fein ist. Wir haben allerdings mehr Probleme, als ich wahrhaben wollte.
weil der Gegner dann doch ein bisschen mehr Magic Damage drin hat, was für meinen Lineup halt nicht unbedingt angenehm ist. Aber ich mache ihn auf sein Feld deutlich härter als auf mein. Das ist eine der Sachen, die am Anfang ein bisschen ungewohnt sind, dass man quasi auf der einen Seite des Felds hart gewinnt und auf der anderen hart verliert. Einfach nur aus Jux und Dollerei, und weil ich euch zeigen will, gehe ich jetzt auch noch auf 10. Das hätte ich hier gar nicht gebraucht. Gerade wenn du vorne bist im direkten 1 gegen 1, sollte man meistens eher chillen. But I mean, wer kann, der kann. Jetzt haben wir tatsächlich doch den Techie gehittet. Das heißt, wir könnten jetzt für 5er Goblin gehen. Das kriege ich aber Mechanic die jetzt nicht hin. Meine APM ist zu gering. Aber prinzipiell würden wir jetzt Tinker, Goblin Hunter und den Techie spielen. Shadowfiend und Disruptor raus und werden nochmal stärker. Im Best Case verlieren wir jetzt die Runde, damit ich es euch noch zeigen kann. Aber ich glaube, das ist nahezu unmöglich, dass ich auf seinem Feld verliere. Und das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass wir noch eine Runde kriegen. Ah, ja, keine Chance. Schade, hätte ich gerne gezeigt. Meine Damen und Herren, das war die erste Folge Dota Auto Chess auf meinem Kanal. Das war die Erklärung dafür, wie das Spiel in seinen Grundzügen funktioniert. Leitet dieses Video sehr gerne weiter an alle Leute, die ihr kennt, die sich Dota Auto Chess mal angucken sollen. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe schon über 250 Stunden oder so reingesteckt. Sehr, sehr coole Runde, trotz alledem. Eine Kombo, die ich selten gespielt habe bisher. Und ich weiß auch nicht, ob die so stark ist. Würde ich nicht jedem ans Herz legen. 224 Damage gemacht, sehr, sehr ordentlich. Kein Rangaufstieg, weil der Durchschnittswert der Lobby einfach sehr gering war. Und ansonsten wird es jetzt hier hoffentlich alle 2 Tage wieder ein Video geben. Also, schaltet ein, bis bald, euer Johnny.